Hallo zusammen. Entlassungswelle in der Gaming-Branche geht weiter. Unity entlässt 1800 Mitarbeitende. Nach einem turbulenten Jahr entlässt Unity rund ein Viertel der gesamten Belegschaft. Damit ist das Unternehmen nicht alleine. Gemäß Reuters startet Game Engine-Entwickler Unity das neue Jahr mit der bisher größten Entlassungswelle der Firmengeschichte. Bis Ende März 2024 werden rund 1800 Arbeitsplätze abgebaut. Das entspricht 25% der gesamten Belegschaft. Letztes Jahr hat das Unternehmen in 3 Entlassungsrunden bereits über 1000 Jobs eliminiert. Unity ist eine der größten Game Engines weltweit. Vor allem kleine bis mittelgroße Studios nutzen das Tool. Gemäß Unity wurden 2022 mehr als 70% aller Topseller für PC, Konsolen und Mobile mit der Engine hergestellt. Pokémon Go, Cities Skylines, Among Us und Beat Saber sind nur einige Beispiele. Trotz des großen Erfolgs ist das Unternehmen nicht profitabel. Unity hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Das Unternehmen versuchte mit diversen Sparmaßnahmen und neuen Einnahmequellen profitabel zu werden. Im September 2023 verärgerte Unity zahlreiche Indie-Studios mit einem neuen teuren Bezahlmodell, der Runtime-Fee. Viele kleinere Entwickler sahen sich aufgrund der höheren Kosten in ihrer Existenz bedroht. Die Änderungen wurden mittlerweile rückgängig gemacht, zumindest teilweise. Der langjährige CEO John Ricciatello musste als Konsequenz des Runtime-Fee-Skandals im Oktober das Unternehmen verlassen. An seine Stelle trat ad interim Ex-IBM-Präsident James Whitehurst. Im November kündigte er einen Reset des Unternehmens an, um Kosten zu sparen. Im Rahmen des Neustarts wurde unter anderem ein Deal mit Peter Jacksons Unternehmen für visuelle Effekte Weta FX aufgelöst. Unity hatte zuvor die Entwicklungsabteilung von Weta FX für 1,6 Milliarden Dollar erworben. In einem internen Memo fasst Whitehurst die Entlassungen und den Unternehmensneustart zusammen. Wir reduzieren die Anzahl Dinge, die wir tun, um uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren und unseren langfristigen Erfolg und die Rentabilität zu steigern. Entlassungen in der Gaming-Branche als Trend. Die Entlassungen bei Unity sind Teil eines industrieweiten Trends, der die Videospielwelt letztes Jahr gekennzeichnet hat. Gemäß Game Industry Layoffs haben 2023 mehr als 10.000 Menschen in der Gaming-Branche ihren Job verloren. Neben Unity 1165 Mitarbeitende hat es letztes Jahr das chinesische Unternehmen ByteDance 1000 Mitarbeitende, den schwedischen Medienkonzern Embracer Group 962 Mitarbeitende sowie Epic Games 830 Mitarbeitende besonders hart erwischt. Die Gründe für die Entlassungen sind gemäß Branchenportal GamesIndustry.biz vielseitig. Viele Unternehmen haben während des Gaming-Booms in der Pandemie zu viel Geld ausgegeben und sind zu schnell gewachsen. Hinzu kommen wirtschaftliche Faktoren wie hohe Zinsen, Inflation, steigende Produktionskosten und verstärkter Wettbewerb. Brancheninsider Serkan Toto fasst zusammen: Die Dringlichkeit, Kosten zu sparen, ist jetzt viel größer. Die CEOs stehen unter Druck, den Hammer zu schwingen und den größten Kostenblock von allen, nämlich das Personal, in Angriff zu nehmen. Die Entlassungen haben gemäß Toto auch einen Domino-Effekt. Die Unternehmen denken, wenn wir es nicht tun, werden es unsere Konkurrenten tun und uns bezüglich Effizienz überlegen sein. Zudem sind CEOs oft der Meinung, dass 15-20% ihrer Mitarbeitenden ohnehin zu jedem Zeitpunkt überflüssig sind.